Da müsste es jetzt theoretisch reingehen. Ich bin gespannt. Neues Höhlenabenteuer. Da geht es jetzt mit so ein bisschen Kletterei hoch. Und dann hoffe ich, dass es der richtige Eingang ist. So, die kurze Stufe hoch und jetzt sind wir in der Höhle. Wir haben hier über uns ein paar kleine Tunnel, die nach oben gehen, aber alle von hier aus eher ungünstig zu erreichen. Hier noch Versinterung, Mundmilch, und da ist eine ganze Mundmilchsäule, wie es aussieht. Cool. Hier und da sah es ganz schick aus da drin, aber es ging nicht weiter. Jetzt müssen wir mal gucken, wo hier eventuell noch ein Abzweig ist. Ich glaube, hier vorne ging noch was weg. Ja, da kommen wir hoch. Geht steil aufwärts, aber das sieht gut aus. Jetzt scheint die Höhle erst richtig anzufangen. Wir kommen hier oben in eine größere Kammer rein und hier geht's in zahlreiche Richtungen weiter. Und da haben wir jede Menge Löcher, die wieder zur Felswand rauskommen. Die hatten wir ja schon am Eingang gesehen über uns. Und die zweigen hier in alle Richtungen ab. Da werde ich mich jetzt mal ein bisschen vorsichtig vorantasten, weil die sahen teilweise auch schon nicht mehr ganz so stabil aus. Die kleinen Felsbrücken dazwischen. So, da liegen auch wieder Knochen. Also jetzt geht's hier links, es geht hier runter, unten ging auch noch ein Gang weg. Wir gucken jetzt einfach mal in die Richtung, das sieht ganz gut aus.
Jetzt am besten nicht abstürzen. So, da unten könnte noch ein Abzweig sein. Ist alles etwas unübersichtlich hier. Boah, ist das genial. Ja, und das Einzige, was jetzt großräumig weiterführt, ist der Gang hier oben. Das sieht ja stark aus. Oh, Wahnsinn. Wahnsinn. Überall oh Gott, alter Falter. Ja, Mondmilch ohne Ende. Die Höhle besteht eigentlich nur aus Mondmilch hier oben. Das ist ja toll. Oh, jetzt sehe ich gerade, da oben könnte es auch noch weitergehen. Ein Labyrinth. Da haben wir noch einen Gang, aber das sieht auch eher nach zu eng aus. Ja, hier geht es leider auch erstmal nicht weiter. Okay, also hier unten gibt es jetzt keinen Abzweig mehr. Das heißt für mich, entweder ich kletter hier hoch, was erstmal ziemlich easy aussieht. Da nach oben klettern wird schon eine Nummer kritischer. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass wir hier eine Verbindung zu dem Gang da drüben haben. Wenn nicht, Da muss ich mal gucken, wie ich das am besten mache. So, das hat ganz gut geklappt. Und jetzt sind wir hier bei dieser tollen Formation. Aus Mondmilch. Sieht ja auch so genial aus. Und da scheint es tatsächlich rüber in den anderen Gang zu gehen. Sehr schön. So, da geht es wieder runter in die Kammer. Und hier geht es jetzt nach rechts weiter. Zwei Meter geht es nach unten, aber harmlos. Es geht wieder nach oben und da geht es wieder in dem gleichen Gangprofil weiter.
jetzt geht's weiter nach oben. Es hört nicht auf. Hier kommen schon die Wurzeln von oben durch. Also hier ist Schluss, aber noch ein paar schöne letzte Versinterungen. Naja, es geht dann noch ein Stück weiter, aber der ganze Lehm hier verstopft den Gang scheinbar. Da komme ich nicht mehr durch. Ich denke, jetzt habe ich so halbwegs die ganze Höhle bekrochen und beklettert. Dann vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Höhlenabenteuer.